5 Uhr Freitagmorgens. Der Harley Club von Los Angeles trifft sich zum Wochenendausritt. Wir rutschen raus in die Wüste, um bei Schweinekälte im Zelt zu pennen. Wahnsinnig lustig, ja? Die Sterne stehen noch am Himmel, der Morgen dämmert noch nicht. Und schaut euch diese Augen an. Die funkeln doch vor Vorfreude. Das ist mein Lieblingskumpel, wird euch jede Menge Lügen auftischen. Männerfreundschaft und Motorräder. In Kalifornien, dem einst letzten Außenposten der westlichen Zivilisation, machen sich moderne Cowboys auf den Weg nach Death Valley ins Tal des Todes. Im wahren Leben sind sie Buchhalter und Rechtsanwälte, leiten Sägewerke und Computerfirmen. Jedes Wochenende aber inszenieren sie den Freiheitsdrang der frühen Grenzgänger. Beim großen Vereinsausritt mit über 50 knatternden Harleys. Über den Auspuffgasen liegt ein Hauch von Wildwest und die Biker-Hymne der Westküste, Born to be Wild. In Death Valley sind kurz nach Sonnenaufgang schon die ersten Touristen auf der Suche nach Fotomotiven. Das Tal des Todes ist als Kulisse begehrt. Autokonzerne drehen hier ihre Werbespots und Hollywood-Regisseure Science-Fiction-Filme. Wir suchen nach exakt der Stelle, an der eine bestimmte Szene aus Krieg der Sterne gedreht wurde. Wir haben ein paar Standfotos dabei aus der Star Wars-Folge von 1977. Und jetzt suchen wir die passende Stelle. Wir glauben, es ist genau da drüben. Die Bergkette, die Sanddüne, stimmt alles haargenau. Hat sich kaum verändert seit 1977. Und wo kommt ihr her? Aus Los Angeles. Und ihr seid extra deswegen hier raufgekommen? Klar, fürs Wochenende. Wegen der einen Einstellung? Naja, für ein paar Einstellungen. Hier wurden ziemlich viele Star Wars-Szenen gedreht und wir suchen jetzt nach den exakten Locations. Jonathan und Joey tun an diesem Morgen, was sie an 300 Tagen im Jahr tun. Sie gehen surfen. In der übrigen Zeit berät Jonathan Konzerne in Sachen Jugend und Lifestyle. Und sein Kumpel Joey wurde gleich nach der Highschool von der japanischen Regierung angeheuert, um jungen Japanern ein halbes Jahr lang Nachhilfe in kalifornischer Lebensfreude zu geben. Surfen ist für mich der wahre Jungbrunnen. Du bist da draußen in den Naturgewalten und du reitest auf wirklichen Wellen. Allein das gibt dir eine unglaubliche Energie. Es haut dich jedes Mal um. Anders kann man es wirklich nicht beschreiben. Und wenn du dann noch abtauchst in den Wellentunnel, das ist wirklich spirituell. Für mich bleibt dann einfach die Zeit stehen. Alles wird langsamer und ich bin in einer anderen Dimension. Wenn du da einmal warst, suchst du diesen Moment immer wieder. Du surfst eigentlich nur noch für diesen magischen Augenblick, in dem die Zeit stehen bleibt und du nicht mehr älter wirst. Der Brunnen der ewigen Jugend eben. Der Harley Club von Los Angeles hat auf dem Weg nach Death Valley inzwischen die erste unvermeidliche Motorpanne hinter sich. Und vor sich immer noch ein paar hundert Meilen, zig Tankstops und ebenso viele Pausen für ordentliche Mahlzeiten. In den Hi-Fi-Anlagen der Luxusbikes dröhnt noch immer Born to be Wild, Titelsong des 60er-Jahre-Kultfilms Easy Rider. Gesungen hat die Rockhymne an die Westküste ein Ostpreuße aus Tilsit. Als Teenager emigrierte Joachim Kraule dort mit seiner Mutter aus Deutschland über Kanada nach Kalifornien. Und Kalifornien machte aus dem Habenichts aus Ostpreußen den Rockstar John Kay mit Landhaus, Tonstudio und privatem See.
In Los Angeles gründete Kay seine Band Steppenwolf und wurde mit Born to be Wild nicht nur zum Rockmillionär, sondern zum Inbegriff des Motorradrockers. Dabei darf Kay außerhalb seines eigenen Grundstücks nicht mal Mofa fahren. Seine Sehkraft liegt bei nur 20%. Hey John, ich wollte dir die neue CD-Hülle zeigen. Cool. Ich kann die Farben zwar nicht genau sehen, aber sieht gut aus. Das ist rot, oder? Nee, das ist grau. Ah ja, ich kann jedenfalls sehen, dass es nicht schwarz ist. Hebt sich gut ab. Gut, dass wir doch schwarz als Hintergrund genommen haben. Und die Auflösung der LP-Hüllen hier auf der Seite sieht auch gut aus. Ein neuer Quell der Freude für das Wolfsrudel. Wolfsrudel heißt der weltweite Steppenwolf-Fanclub seit den 60er Jahren. Damals überquerte John Kay mit Mutter und Stiefvater und Chevy die Landesgrenze nach Kalifornien. Ein Ostpreuße auf dem Weg ins gelobte Land des Rock'n'Roll. Für mich als 19- oder 20-Jähriger, die Sonne, der Strand, die Mädchen, die Musik. Kalifornien war eben, wo ich mich am wohlsten fühlte. Und dort war, wollte ich auch weiterhin wohnen. Das war für mich ganz klar. Ein Freund von mir hat immer gesagt, irgendwer hat Amerika mal im Osten angehoben, sodass das ganze Land Richtung Kalifornien durchhing. Und alles, was keinen festen Halt hatte, ist hier runtergekollert und an der Küste hängen geblieben. Und ohne Halt war da wohl so einiges von Leuten, die Landepisten für Außerirdische in ihrem Garten bauen, bis zu den Erfindern des Internets. That includes a lot of stuff, you know, ranging from people who were building alien landing pads in their backyards to the people who invented the internet. In Año Nuevo, 2 Stunden südlich von San Francisco, erholen sich jedes Jahr Tausende von Seeelefanten von den Strapazen der Anreise nach Kalifornien. Wildlife-Fotograf Frank Baltis arbeitet als Ranger in Año Nuevo und liebt Seeelefanten. Nicht nur, weil sie zum Fotografieren stillhalten. Um Kalorien zu sparen, ergreifen die Meereskolosse erst dann die Flucht, wenn sie in Lebensgefahr sind. Und den Menschen haben Seeelefanten als Feind noch nie ernst genommen, was beinahe zu ihrer Ausrottung geführt hätte. Am Strand von Año Nuevo ziehen die Seeelefanten jedes Jahr ihren Nachwuchs groß. Mindestens 4 Wochen lang werden die Kleinen gesäugt. Und auch wenn junge, unerfahrene Weibchen schon mal fremde Nachwuchs adoptieren, jede Seeelefantenkuh bringt nur ein Junges zur Welt, denn ihre Milch reicht gerade für ein einziges Baby. Dieser kleine Schreihals aber hat seine Mutter bei der letzten Sturmflut verloren und ist nun verzweifelt auf der Suche nach einer Adoptivmutter. Erfahrene Seeelefantinnen verscheuchen hungrige Waisen mit ein paar kräftigen Bissen. Jeden Tropfen Milch schließlich für den eigenen Nachwuchs. Doch länger als eine Woche kann kein Junges ohne Nahrung überleben. Rrrr!
Klar, das geht immer wieder ans Herz. Aber so ist nun mal der Lauf der Natur. Sich das zu sagen, hilft einem darüber hinweg. 10% der Seeelefantenbabys sterben nun mal. Davon ernähren sich dann die Raben und Möwen und können ihrerseits überleben. Das ist mein Trost. Und dass es den Seeelefanten trotz allem gut geht. Die Population wächst. Seeelefanten sind wirklich keine bedrohte Tierart mehr. Jonathan Paskowitz surft heute in Laguna Beach, eine Stunde nördlich von San Diego. Seit ein paar Jahren hat er im benachbarten San Clemente zum ersten Mal in seinem Leben ein Apartment gemietet, gemeinsam mit seiner Freundin Bridie, einem Model für Bademoden. Davor ist er fast 40 Jahre lang den Wellen hinterhergezogen, mit 8 Brüdern und einer Schwester. Seine Mutter war Sängerin, sein Vater von Beruf Arzt, aber berufen zum Surflehrer. Warmes Essen gab es in der Familie Paskowitz selten. Ich habe nur ganz kurz mal in einem Haus gelebt, das war auf Hawaii, da war ich noch sehr klein. Danach bin ich im Wohnwagen groß geworden. Wir sind wie Zigeuner von Welle zu Welle gezogen. Mein Vater war eigentlich Arzt, aber wir sind die komplette Küste immer nur rauf und runter gesurft. Und immer, wenn uns das Geld ausging, hat mein Vater in der Notfallliste für Ärzte nachgeschlagen und dann hieß es Notstand in Süd-Dakota oder irgendwo sonst, wo kein Arzt arbeiten wollte. Also sind wir mit unserem Camper und den Surfbrettern obendrauf nach Süd-Dakota gefahren. Da war es dann schweinekalt und wir haben gedacht, boah, ist ja widerlich, und haben halt alle für ein halbes Jahr gearbeitet und was gelernt über die Gegend, in die es uns verschlagen hat. Manchmal sind wir auch zur Schule gegangen, aber meistens ging das nicht, weil wir unser Leben lang nur von unseren Eltern unterrichtet wurden, also hatten wir keine Zeugnisse. Naja, und dann sind wir irgendwann wieder losgezogen, um zu surfen, bis das Geld wieder alle war. Auch die letzten waren Cowboys. Kaliforniens ziehen in ganz Amerika umher. In Indio bei Palm Springs treffen sie sich heute beim Desert Pro Rodeo, einem von über 100 Rodeos im Jahr. Die Profis unter ihnen messen sich jedes Wochenende beim Einfangen von Kälbern, Reiten auf Bullen oder wilden Mustangs und beim Ringkampf mit Jungstieren. Allenfalls die Crème de la Crème verdient ein paar hunderttausend Mark im Jahr und finanziert damit ein Leben auf der Straße, immer auf der Suche nach dem magischen Moment, in dem auch für sie die Zeit stehen bleibt. Neben dem harten Profikern suchen auch zig Amateure nach ihrem Traum vom Wilden Westen. Die Preisgelder, die sie gewinnen, reichen oft nicht mal für die Unkosten. Wenn sie nicht zu den Kommentaren des Arenasprechers von Bullen und Pferden fallen, jobben sie als Arbeiter auf einer Ranch oder in den Fabriken Kaliforniens. Aber an 40, 50 Wochenenden im Jahr finden sie für ein paar Sekunden dasselbe Glück wie ein Surfer im Mietshaus hohen Wellen. Ist das so gefährlich, wie es aussieht? Ist alles relativ, schätze ich. Reicht schließlich, wenn man sich einmal den Hals bricht. Aber hier geht es nicht um Angst, sondern um Spaß. Und was ist der Reiz an der Sache? Keine Ahnung, ich mach's einfach. Am Anfang war es nur das Adrenalin. Du kriegst einen echten Adrenalinrausch. Nach einer Weile lebst du nur noch, um zu reiten. Macht einfach Spaß, nicht wahr, Zuckermäuschen? Hast du jemals Angst vor dem Meer? Sicher, jeden Tag. Ich passe immer auf. Jede Welle kann dir das Genick brechen, wenn sie dich blöd erwischt. Jede. Surfen ist nun mal eine Sache auf Leben und Tod. Das macht es ja so aufregend. Nicht so sehr bei niedrigen Wellen, klar, aber selbst dann. Du kannst dir bei jedem Sturz den Hals brechen oder in einem Teelöffel voll Wasser ertrinken, wenn es dein Schicksal so will. Meine erste Erfahrung mit Musik, die wirklich einen Kontakt mit mir, also irgendwie mich berührte, waren die Lieder von den Don Kosaken. Und das war ungefähr, als ich so 7 war. Da weinte ich, ohne dass ich wusste, warum. Und natürlich die Worte konnte ich nicht verstehen. Aber da war so viel Schmerz in der Musik, die mich berührte. Und dann, als ich diese Rock'n'Roll-Sachen hörte, da war es genau das Umgekehrte. Da war so viel Energie und so viel irgendwie
Joy am Leben. Da bekam ich diese Gänsehaut. Und auch natürlich, die Worte hatte ich keine Ahnung, was das alles war. Und habe dann natürlich auch herausgefunden später, als ich Englisch lernte, dass da auch nicht viel dran an den Lyrics war. Aber das war auch nicht wichtig zu der Zeit. Und das war für mich dann als 12-Jähriger so ein Tagestraum. Da hörte ich auf, ich wollte nicht mehr Tierarzt oder Architekt werden und so. Ich wollte diese Art von Musik singen und spielen. Die über 50 Biker-Freunde des Harley-Clubs von Los Angeles sind nach den ersten 100 Meilen in den Bergen der Sierra restlos durchgefroren und kurz vor ihrem wichtigsten Etappenziel, dem Supermarkt von Ridgecrest. Diesmal steht, nach dem Tanken, die wichtigste Entscheidung des Tages an. Wer am Lagerfeuer heute Abend Hühnchen und wer Steak essen wird. Eine nicht ganz nebensächliche Frage für den Kameradschaftsabend in der Wüste von Death Valley. Okay, wer will, dass Steve für ihn ein Steak kauft? Ab auf die linke Seite. Wer Hühnchen will, ab nach rechts. Nochmal, Leute. Das Hühnervolk nach rechts. Und ruhig ein bisschen gackern. Und wie wär's mit einem Mu aus der Steak-Ecke? Die Steak-Fraktion ist, was niemanden überrascht, in der Überzahl. Den Hunger auf deftiges Grillfleisch teilen die meisten hier ebenso wie eine Vergangenheit in der US Army. Kein Wunder, dass es in der Harley-Welt für ebenso viele Dinge Auszeichnungen gibt wie beim Militär. Also der Anstecker hier ist für die Biker-Aktion Lesen mit 9, damit Kinder lesen lernen. Für noch was Wohltätiges, an das ich mich nicht mehr erinnern kann, war den ganzen Tag unterwegs. Das ist meine Ehrennadel für Oralverkehr, entschuldigt Kinder. Und das hier ist für Biker gegen Diabetes und der ist vom Harley-Café in Las Vegas. Das sind so diverse Harley-Gruppen. Die Anstecker hier rechts habe ich mir alle verdient. Und der Kram auf der linken Seite hier, das sind Medaillen aus meiner Militärzeit in Deutschland, vom Fliegerhorst Hanau. Und das hier ist vom Headquarter des 5. Luftwaffe. Und das ist mein Rang. Ich war Corporal. Ist also nicht alles bloß ein Haufen Scheiße? Das hat eine Bedeutung, Mann. It's not all a bunch of Scheiße, it actually means something. All right. Strawberries, cherries, and angels kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walk in town on silver spurs that jingle too. A song Im Sequoia Nationalpark genießt eine Schwarzbärenfamilie den Nachmittag. Nur ein paar Kilometer Fußweg entfernt von der Hauptdurchgangsstraße durch den Park. Ende Herbst, wenn es kalt wird in Sequoia, wandern die Bären von ihren Revieren in den Bergen hinunter ins Tal, um sich mit Waldfrüchten, Eicheln und Bucheckern eine ausreichend dicke Fettschicht anzufuttern für den Winterschlaf. Mutter Bär erntet, was die Bäume hergeben. Die beiden Bärenkinder erkunden das Terrain. Tausende von Touristen aus aller Welt strömen jedes Jahr nach Sequoia, wegen der Landschaft, der Redwood-Bäume und der Bären. Und genau das ist das Problem. Nicht alle Bären suchen die Abgeschiedenheit der Wildnis. Das Sammeln von Eicheln ist einfach mühseliger, als einen Minivan zu knacken und die Lunchpakete mitgehen zu lassen.
Doch der Bärenhunger auf Burger und Erdnussbutter lässt sie irgendwann zur Gefahr für Touristen werden. Denn nicht alle Bärenmütter trainieren ihren Nachwuchs aufs Überleben in der Wildnis. Um die Bären vor der Zivilisation zu schützen, investiert die Parkverwaltung von Sequoia deshalb jedes Jahr Millionen. Die Besucher wollen doch nur eins, Bären sehen und fotografieren. Und wenn sie dann endlich einen zu Gesicht bekommen, locken sie ihn an, statt ihn zu verjagen. Also kommen die Bären immer wieder. Ich dagegen lasse sie nur ihren Bärenkram machen. Die futtern Eicheln und ich gehe meine Wege. Aber im Sommer, wenn hier richtig was los ist, kümmern sich die Bären nicht mehr um Eicheln. Dann sind die nur noch auf eins aus, Picknickkörbe der Besucher. Hey Leute, Vorsicht, geht mal zur Seite, okay? Die sind alle glücklich, die haben Bären gesehen. Ist auch okay. Man darf sie nur nicht verführen, ihre Gewohnheiten zu ändern. Wenn Bären plötzlich lieber ein Schinken-Käse-Sandwich wollen als Eicheln, dann sind sie abhängig von menschlicher Nahrung. Und das kostet sie irgendwann ihr Leben. Letztes Jahr haben wir deswegen 4 Bären verloren. Der Arbeitstag von Ranger Joe Madison beginnt um 8 Uhr abends. Und wie an 150 anderen Tagen im Jahr wird er sich auch diese Nacht um die Ohren schlagen, um zu verhindern, dass Bären in die Campingplätze eindringen auf der Suche nach Schinken-Käsebroten. Besuchern, die absichtlich oder achtlos Leckereien außerhalb der extra dafür aufgestellten Blechkisten herumliegen lassen und damit Bären anlocken, werden Joe Madison und seine Kollegin Lee Stanfield die übliche Gardinenpredigt halten. Denn wenn ein Bär sich zu sehr an die Nähe von Menschen gewöhnt, verliert er seine natürliche Scheu und wird aggressiv. Und dann müssen Ranger den streunenden Bären erschießen, um Besucher zu schützen, die genau dieses Verhalten provoziert haben. Ich liebe Bären, glauben Sie mir. Wir machen das alles nur für die Bären, nicht für die Besucher. Die Leute hier glauben immer, wir würden sie vor den Bären beschützen. Aber es ist genau umgekehrt. Wir schützen die Bären vor den Besuchern. John Kay studiert gerade die letzten Stücke seiner neuesten Solo-CD ein. Große Hits wie The Pusher, Magic Carpet Ride oder Monster hat Steppenwolf lange nicht mehr. Aber noch immer gibt die Band über 100 Konzerte im Jahr. Der Fanclub liebt die politischen Stücke ebenso wie frühe Songs gegen harte Drogen. Aus den wilden 60er Jahren hat Kay viele gute Freunde verloren. Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Kay hatte damals einfach Glück oder ein besseres Gefühl für den Moment, in dem harte Drogen ihren Preis fordern. 66, 67 kam Cocaine und das war doch für viele zu viel. Ich meine, das war gefährlich für viele, denn viele waren dann so, wie sagt man, also so beeinflusst davon, dass sie, das ist ein Country-Song, das heißt 10 Foot Tall and Bulletproof. Also die fühlten sich dann wie Übermenschen, nicht? Und quasselten die ganze Nacht durch, um all die Probleme der Welt zu wegzureden. Und dann, das kam bei uns auch für eine Weile, aber dann, das war das Erste, mit dem ich aufhörte. Denn das war die einzige Droge, die langsam fing sie an, mein tägliches Leben irgendwie zu beeinflussen, insofern, dass man der erste Gedanke nach dem Aufwachen, haben wir irgendwas? Ist es im Haus? You know, und dann kurz danach kam dann doch das, ja, wenn das jetzt so wichtig geworden ist, dass man dauernd dran denkt, dann ist auch eine gute Zeit, damit aufzuhören. In Indio jagen die Rodeo-Cowboys noch immer den Kälbern hinterher und ihrer Version von Glück und Rausch. Doch manch einer landet härter auf dem Boden der Realität, als ihm lieb ist.
Und die Blamage, versagt zu haben, scheint oft schmerzhafter als etwa ein profaner Beinbruch. Erst recht, wenn man seinen Lebensunterhalt als Cowboy in Hollywood verdient. Und, wie ist es gelaufen? Nicht gut, gar nicht gut. Ich habe nicht gewonnen, also war es nicht gut. Aber Sie haben das Kalb doch relativ schnell erwischt. Klar, aber als ich dann vom Pferd runter bin, kann ich mich nicht auf den Beinen halten und fall hin. Ganz toll. War wirklich miserabel. Was ist das dann für heute? Naja, ich war schon beim Stierkampf. Aber da war ich auch nicht in Form. Also das war's wohl. Oh Mann, genauso muss man es machen. So geht das. Acht Sekunden müssen sich die Cowboys auf dem Rücken der Bullen halten. Wenn die Sirene ertönt, beginnt die Wertung. Heute winken nur ein paar tausend Dollar Preisgeld, aber jeder hier riskiert wie immer Kopf und Kragen für den kurzen Ruhm. Wie Shorty Warmoth. Der Stadionsprecher zollt dem niedergestreckten Cowboy Respekt. Die Zuschauer halten den Atem an. Ein paar professionelle Rodeo-Clowns und Kollegen des Cowboys lenken den Stier so lange ab, bis Helfer den benommenen Helden aus der Arena getragen haben. Während Sanitäter sich um Shorty kümmern, geht draußen der Rodeo-Betrieb weiter wie gehabt. Was ist denn passiert? Unter den Bullen geraten? Keine Ahnung, muss wohl. Passiert das öfter? Ständig. Beim Bullenreiten kannst du jede Sekunde den Überblick verlieren, dann gerät alles außer Kontrolle und hinterher kannst du dich an nichts mehr erinnern. Passiert immer wieder. Ist schon ziemlich hart. Manche von den Jungs müssen unbedingt gewinnen, damit sie genug zum Beißen haben. Für die ist es nicht bloß Wettkampf. Die brauchen die Preisgelder, um zu überleben. Das macht es noch härter. Aber naja, wird schon werden. In Yosemite, dem ältesten Nationalpark der Welt, machen Touristen vor beeindruckender und mit dem Auto erreichbarer Bergkulisse, was sie an 365 Tagen im Jahr machen, sie fotografieren. Ein paar Kilometer abseits der ausgetretenen Fotolocations bemüht sich die Parkverwaltung, den Park so wild zu halten wie möglich. An manchen Tagen können Touristen nicht mal schnell genug den Fotoapparat zücken. So unvermittelt queren Schwarzbären die Straße. An anderen Tagen verläuft die Begegnung weniger friedlich. Wenn einem Bären zu oft Käsebrote hingeworfen werden, damit er stillhält fürs Foto, will er immer mehr und geht irgendwann zum Angriff über. Und bevor das womöglich kleine Kinder oder eintrittszahlende Parkbesucher trifft,
muss die Parkverwaltung den aggressiven Bären erschießen lassen. Der Harley Club von Los Angeles hat unterdessen den Campingplatz in Death Valley erreicht. Klappstühle, Zelte und das eigens aus L.A. herüber chauffierte Brennholz werden entladen. Und auch wenn abends zum Lagerfeuer alle Biker erwartet werden, übernachten längst nicht alle rauen Kerle im Zelt. Nach der aufreibenden Anreise hat sich knapp die Hälfte des Clubs im gut geheizten Motel einquartiert. Kurz vor Sonnenuntergang aber trifft sich die ganze Reisegruppe zum Erinnerungsfoto. Eine Harley zu besitzen, sagen alle Biker, bedeutet im Wesentlichen, nie mehr allein zu fahren. Man werde überall angesprochen. Das Motorrad mache es leicht, Kontakte zu knüpfen. Sogar in L.A., wo sonst jeder für sich sei und jeder allein. Ja, das ist mein Mann. Ein echter Biker. Schaut euch das an. Dieser Kerl verkörpert doch einfach Harley Davidson. Was unterscheidet eine Harley eigentlich von allen anderen Motorrädern? Hey Mann, das ist ein amerikanisches Produkt und sieht noch dazu gut aus. Eine echte Augenweide. Und dann erstmal dieses Gefühl, wenn du sie fährst. Ich meine, endlich mal was, was Amerika gut hingekriegt hat. Klar, es ist eine amerikanische Marke. Viel wichtiger ist aber, du brauchst zwar eine gewisse ökonomische Statur, um dir so ein Bike leisten zu können, aber niemand hier wird dich jemals fragen, wie du deinen Lebensunterhalt verdienst. Es geht um Motorräder. Es ist völlig unwichtig, was du beruflich machst. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Gewerkschaftsboss. Für zigtausend Arbeiter in Kalifornien zuständig, in einer ziemlich wichtigen Branche. Ich gehe zu allen Unternehmen in meinem Bezirk, treffe mich mit Managern, der Gleichstellungskommission, den Sozialausschüssen, den ganzen Kram halt. Wann immer es um Arbeit geht, bin ich gefragt. You name it. Anything that has to do with labor and legislation and grievance process, I do it. What's your job? Was machen Sie am Montag wieder? Na, ich gehe arbeiten. Und als was? In der Bekleidungsbranche, Herstellung. Ja, und was machen Sie da? Mir gehört der Laden. Unser kreischendes Waisenkind ist doch noch adoptiert worden und hat mehr Glück als sein Leidensgenosse, der sich nebenan die wenige Milch teilen muss. Seine neue Mutter hat ihr eigenes Junges im Sturm verloren. Ranger Frank Baltis findet es immer wieder faszinierend, das Gesellschaftsleben der Seeelefanten zu beobachten. Mütter- und Seeelefantenbabys finden in jedem Harem Ruhe, beschützt vom sogenannten Alpha-Bullen. Auch wenn sich der Damenwelt immer wieder ein paar Jungschnösel zu nähern versuchen, deren Wunschträume aber werden selten wahr. Denn bei den ersten Protesten der Weibchen schreckt der Boss verärgert aus einem kurzen Nickerchen hoch. Hier drüben gibt es so eine Art Junggesellencamp. Da hängen die jungen Bullen rum und haben nichts anderes im Sinn, als sich hier drüben im Harem einzuschleichen und den Weibchen nachzustellen. Wären da nicht die alten Bullen, die sie natürlich sofort verjagen. Ausbrecher aus dem Junggesellenlager werden in kleinen Schaukämpfen auf ihren Platz verwiesen. Und auch wenn die Halbstundenduelle gelegentlich blutig enden, gehen sich die Bullen nur ganz sprichwörtlich an den Kragen. Die Hornschicht am Hals schützt die Kämpfer vor größeren Verletzungen. Bloß der Nachwuchs geht den Machtkämpfen lieber gleich ganz aus dem Weg. Sein Fell ist noch nicht dick genug für größere Scharmützel. Der junge Bulle hier riskiert gerade mal einen Blick über die Düne, um das Terrain zu sondieren. An sich würde er gern in den Tümpel da unten zur Abkühlung. Aber hier sind zu viele dicke Brocken unterwegs. Die würden ihn eh sofort aus dem Teich jagen. Also bleibt er erstmal am Rand und beobachtet die Big Boys.
Bei dem ganzen Gekappel geht es eigentlich nur um eine klare Machthierarchie, in der alle Rangstufen jeden Tag neu ausgehandelt werden. Jeder muss sich sein Leben lang mit den anderen messen, um zu wissen, wo er steht, und seinen Platz dann Tag für Tag gegen Aufsteiger verteidigen. Klingt wie in einem großen Unternehmen. Genau, immer auf der Karriereleiter. The sun is rising. Step into me. A new day is coming. Ooh, people are changing. Ain't it beautiful? Just a new persuasion. Nach einer halben Stunde Machtkampf kehrt der Sieger zurück in seinen Harem, im guten Gefühl, seinen Status als Alpha-Bulle einen weiteren Tag verteidigt zu haben. Dem Verlierer blüht die schmachvolle Rückkehr in das Junggesellencamp. Frank Baltis macht noch ein Foto. Und morgen ist schließlich wieder ein Tag, da lässt sich die Welt nochmal erobern. Auch in Yosemite geht ein Tag zu Ende. Die legendärsten Kletterberge der Welt ruhen friedlich im Abendlicht. Und die über 4000 Touristen, die diese Nacht in Yosemite verbringen dürfen, sind wie jeden Abend im Stress. Gemeinsam lauern sie auf den Sonnenuntergang vor Half Dome, dem berühmtesten Gipfel des Parks. Vor den Campingplätzen präparieren Ranger unterdessen die Bärenfallen mit Erdnussbutter und Kakaopulver. Geht ein Bär in die Falle, bekommt er einen Minisender verpasst und wird im Auge behalten, zum Schutz des Bären, nicht der Touristen. Schließlich bedeutet der indianische Name Yosemite Land der Bären, nicht der Touristen. Wir hängen den Köder hinten in die Falle, dann kriecht der Bär hier vorn rein und wenn er sich den Köder hinten schnappt, fällt die Tür ins Schloss. Die ganze Nacht lang werden die Ranger Autos abschleppen lassen, in denen Leckereien herumliegen, Essenstresore überprüfen und die Zelte der Touristen im Auge behalten. Jede Besuchergeneration muss offenbar wieder neu erzogen werden, damit wilde Tiere tatsächlich wild bleiben können. Damn deer. Just a deer, guys. Wenn unsere Lichter in einem Augenpaar reflektieren, prüfen wir sofort nach, ob es ein Bär ist. Und ich hatte gerade was gesehen, war aber bloß ein Reh. Okay, Leute, Zeit, sich fertig zu machen. Ich ziehe mir meinen Neoprenanzug an, schnapp mir mein Brett und dann geht's los zum Surfen. Das hier ist übrigens mein heimeliger Camper mit ein paar Heim von mir und meiner Freundin Bridie. Auf dem Foto hier küssen wir uns übrigens beim Surfen. Wir surfen, küssen uns und machen das Foto. Sieht aus, als wären wir im Pool, aber wir surfen wirklich. Jonathan wird heute mal wieder eine Surfstunde geben. Sein Kunde plant einen Urlaub auf Bali und braucht noch den letzten Schliff in den Wellen. Im Surfcamp seines Vaters hat Jonathan jahrelang Touristen unterrichtet. Inzwischen entwirft er Marketingstrategien für Tequila, Sonnenbrillen und Surfmode und berät große Konzerne. Scheint so, als würden Surfer und Skateboarder immer noch außerhalb der normalen Gesellschaft leben. Jenseits von allem, was den Mainstream so angedreht wird. Aber über genau diese Subkultur werden Jugendprodukte offenbar besser vermarktet. Schneller als über Fernsehwerbung und Anzeigen zum Beispiel. Television, print, whatever.
Also muss jeder, der jungen Leuten was verkaufen will, wissen, wie diese Subkultur gerade tickt. Naja, und ich verkaufe solche Informationen. Ich weiß genau, was auf dem Surf- und Skateboardmarkt von Bedeutung ist. Und große Konzerne nutzen meine Ideen dann und verkaufen damit zum Beispiel Pepsi-Cola. Oftmals habe ich wirklich Sorgen drum, ob die Jugendlichen das alles überstehen werden, wenn sie, sagen wir mal, ihre 20er, also wenn sie 21 Jahre oder älter werden, insofern, dass sie ihr ganzes Leben lang sind sie bombardiert worden mit diesem Consumerism. Wenn sie so klein sind, vorm Fernseher, und dir wird gesagt, mehr oder weniger wird dir das ganze Leben lang gesagt, du kannst nie zufrieden sein. Denn wenn du zufrieden bist, dann hörst du auf zu kaufen. Und wenn du aufhörst zu kaufen, machen wir kein Geld. Deshalb müssen wir jede Woche dir etwas Neues zeigen. Barbie Doll from Malibu, Barbie Doll from was immer es auch sei. In Death Valley verbreitet das Lagerfeuer bereits Wildwestromantik. Der Wochenendausflug des Harley Clubs nähert sich seinem Höhepunkt, den Steaks. Zum Nachtisch wärmen sich die Biker am Feuer an selbstgebrautem Bier und der Kameradschaft und erzählen sich Witze bis in die frühen Morgenstunden. Und morgen sitzen Gewerkschaftsboss Frank und Computerexperte Matthew und all die anderen wieder im Büro. Ein Wochenende lang haben sie aufgetankt im Wilden Westen, wo die magischen Momente seit jeher etwas greifbarer sind als irgendwo sonst. Kein Land der Welt hat mehr Mythen und Träume geprägt als Kalifornien. Richtig gepackt hat es mich bei Easy Rider. Da wurden Biker für mich zu Cowboys. Ich und mein Pferd, und wir reiten der Sonne entgegen. Das war 69. Und ich fing gerade an, Harley zu fahren. Von da an war es wie eine Droge. Manchmal halte ich es eine Woche aus, ohne zu fahren. Aber dann wäre ich wirklich kirre und denke nur noch, ich will reiten, reiten, reiten. Take you away.